Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute geht es wie immer um die Meilen-Highlights Dezember. Das Jahr 2021 neigt sich dem Ende. Die Lufthansa hat aber trotzdem in Form von Miles & More nochmal Sachen rausgehauen zum Ende des Jahres. Heißt also, im Workshop dreht sich alles um Weihnachten. Dann 15-fache oder 10.000 Premium-Meilen-Sachen, also 15-fache Punkte oder 10.000 Premium-Meilen, bis zu, muss ich sagen, zu sammeln. Dann Payback, die Umwandlung gilt immer noch. Eurowings Discover hat immer noch den Meilen-Nachlass von 75%, was den Hofmeister interessieren wird. USA ist auch dabei. Aber lasst uns wie immer an dieser Stelle einfach mal ins Thema einsteigen. Und wir starten wie immer mit dem Intro. Geht los. Ja, erstmal willkommen zurück. Eine belegte Stimme. Nein, es ist kein Corona. Es ist alles getestet, es ist alles sicher. Trotzdem bleiben wir auf Distanz. Insofern schauen wir einfach mal, was ihr tun sollt. Das wisst ihr ja wie immer. Ich wiederhole es einfach nur fürs Protokoll, damit ihr den Abonnierbefehl macht, die Glocke anmacht und logischerweise den Beitrag liked und unten kommentiert. Danke für die zwei Finger nach unten, der Herr Hofmeister. Er lernt es auch. Ja, dann lass uns direkt ins Thema einsteigen. Das erste Thema ist Kreditkarte. Da haben wir ja auch ein schönes Pikto dafür. Gucken wir mal, ob ich das richtig ausgemessen habe. Die beiden Jungs auf der Treppe. Und ist über Marius Kopf. Wir in Jung sozusagen. Mit Turnschuhen. Ja, möchtest du da das Angebot der Kreditkarte erzählen? Ja, also es ist für alle, die tatsächlich, und das sind wahrscheinlich unter denen, die uns zuschauen, eher wenige, noch keine Lufthansa, Miles & More Kreditkarte haben, gibt es in diesem Monat bis zum 31. nochmal wieder ganz besondere Angebote. Für die Miles & More Blue Card, also sozusagen die Standardkarte, gibt es 5.000 Premium-Meilen. Und zwar nicht nur für den, der die Karte dann neu bekommt, sondern auch für den, der geworben hat. Also für beide 5.000 Premium-Meilen ist so schlecht nicht. Und bei der Miles & More Gold-Kreditkarte sind das immerhin 15.000 Meilen für beide. Also ich denke mal, das ist schon mal ein ganz guter Grundstock, 15.000 Meilen für die Goldkarte. Die hat ja auch noch diverse Versicherungsleistungen. Wer keinen Status hat, also wie Senator oder Frequent Traveler, dem seien die wärmstens ans Herz gelegt. Ja, aber auch ein Hornzirkel sollte sie nehmen. Also da gibt es keine zwei Meinungen. Ich bekomme sie leider nicht, weil ich nicht in Deutschland lebe und gemeldet bin. Ja, ansonsten, warum ihr euch gewundert habt, das mit dem Skype-Logo und den Schneeflocken. Ich wollte da einen Effekt einbauen für Mario mit Schneeflocken, aber das hat irgendwie nicht geklappt. Insofern vielleicht beim nächsten Mal. Ja, das nächste Thema, da geht es auch direkt weiter. Da tauschen wir auch direkt das Bild aus. Und zwar weihnachtliche Stimmung, Türchen auf, 24 Kalenderüberraschungen für eine schöne Adventszeit. Heute gibt es ja das erste Türchen, also vergesst nicht, bei Miles & More jetzt jeden Tag die Türchen zu öffnen. Da warten spannende Infos, exklusive Rabatte oder Gewinnspiele mit attraktiven Preisen. Das heißt also, regelmäßig reingehen, zumindest einmal pro Tag, damit ihr da auch nichts verpasst von der Aktion, oder? Das stimmt, das stimmt. Und dann geht es auch weiter mit Weihnachtsgeschenken, Mario, oder? Ja, Weihnachtsgeschenken. Also generell in diesem Monat, wie Lars es schon gesagt hat, öfter mal auf die oder in den Workshop gehen, um zu schauen, was so dabei ist. Von Weinen bis Wohnaccessoires, Last-Minute-Geschenken für sie und ihn. Diesen Monat ist im Workshop alles auf Weihnachten eingestellt. Also einschauen, kaufen, Prämienmeilen sichern oder Prämienmeilen ausgeben, je nachdem. Ja, zum Ausgeben haben wir ja unsere Meinung, aber auch wenn es Rabatte gibt, da ist das nicht immer so indiziert, um es mal so zu sagen. Aber wir müssen natürlich auch darauf hinweisen, dass ihr dort die Last-Minute-Geschenke auch für ihn findet. Das heißt also passende Produkte, Trainingsbegleitern, Skifall-Accessoires. Mein Lieblingsaccessoire im Moment ist dieses hier. Das kann man ans Telefon, wo habe ich mein Telefon jetzt hier? Du meinst hier. Ja. Ja, du meinst ja, das hier, auch. Ja, der Herr Hofmeister hat es auch. Aber man kann es einfach an sein Handy klippen, kann jede Karte, man kann es auch übrigens gerade machen. Wenn ihr es gerade haben wollt, dann sieht es so aus. Also insofern, ich finde es cool, dann ist die Hornkarte dabei. Kann man auch als Statement nutzen, wer es unbedingt möchte. Also insofern, man kann auch andere Karten reintun. Ich könnte jetzt zum Beispiel auch meine
Senatorkarte reintun, dann sähe das anders aus. Mario, hast du eigentlich deine Senatorkarte mittlerweile? Ich hatte sie und habe sie wiederbekommen bei der Verlängerung. Das Einzige, was ich noch nicht habe, sind die zusätzlichen 2 E-Voucher. Auf die warte ich immer noch. Ja, da sollte der Durchlauf ja Anfang Dezember dann kommen. Ja, und dann gibt es natürlich noch das Weihnachtsspezialsortiment. Also das heißt, da gibt es dann auch wieder Sachen wie Dekorationen oder sowas, die ihr haben könnt. Da gibt es natürlich auch ein eigenes Bild für. Das blende ich euch direkt ein. Also mit Tannenbaum passend. Da geht's dann weiter. Aber Mario ist eher so der Typ Shopping. Shopping. Ne? Ja, Shopping und da zusätzliche Meilen sammeln. Und auch da gibt es, wie du es ja schon eingangs erwähnt hast, bis zu 15-fache Punkte oder 10.000 Premium-Meilen bei ausgewählten Partnern. Zum Beispiel bei DAZN für ein Jahresabo 10.000 Meilen. Das finde ich nicht schlecht, mit der Einschränkung gültig nur am 18. und 19.12. Also da dann die genauen Tage bitte abpassen. Ja, 5.000 Meilen gibt es für, Herr Korsten. Gibt es für ENBW, also wenn ihr einen Vertrag für euren Stromanbieter braucht, aber auch wer bei E.ON ist, ePrimo, Yellow, ohne die Gastarife oder bei Lichtblick, da gibt es 5.000. Und bei Lisa gibt es Lisa? Pizza mit einem L davor. Ja. Kennst du die? Kennt jemand von euch Lizza? Ja, natürlich. Ja. Wer ist denn das? Das ist Lebensmittel, die stellen Low-Carb-Produkte her. Die kannst du da bestellen. So ganze Low-Carb-Boxen zum Backen. Ist doch also klar, dass du was ich kenne. Ich gehöre nicht zur Zielgruppe. Ja, ich wollte es gerade sagen, aber ich gehöre da eher zur Zielgruppe. Nee, da kannst du dir dann ein ganz besonderes und gesundes Low-Carb-Brot selber backen. Was auch immer. Auf jeden Fall gibt es dort 15-fache Meilen. Ja, und 10-fache Meilen gibt es bei ganz vielen Oberbekleidungsausstattern, Herrenausstattern, Hemden bei Eterna, Burberry, Bogner, COS, Lotto, Büffelbill, das sagt mir jetzt nichts. Büffelbill. Büffelbill. Er büffelt nach Bill, ich weiß es nicht. Und bei Way mit AA, Way, Way, Way. Nein, das ist, ist Carway, glaube ich. Das waren die alten Jacken, da war eine andere Firma, Way. Nee, das ist so. Aber da der Aktionszeitraum bis zum 31. Dezember von heute an, ne? Von heute an, ja. Ja, wer weiß, was Way ist, ab in die Kommentare. Ich bin da gerade etwas überfragt. Die Leute denken, das ist eine Masche, damit wir Kommentare kriegen. Nein, es ist wirklich so, wir haben da eine Bildungslücke. Ja. Also ich zumindest, Mario vielleicht auch. Aber schauen wir einfach mal. Da geht es auch direkt weiter mit dem... Bei Amazon, ne? Ja, das geht aber mit Amazon Shopping. Wenn wir schon beim Shopping sind, dann machen wir weiter. Und Amazon ist ja Shopping. Und da gibt es 3-fache Prämienmeilen beim Weihnachtsshopping. Im Dezember sammeln Miles & More Teilnehmer für Weihnachtseinkäufe, aber nur in ausgewählten Kategorien 3-fache Prämienmeilen. Heißt also, dass Amazon Neukunden sich zu dem einmalig 2000 Prämienmeilen extra auf die erste Amazon-Bestellung nehmen können. Und ab einem Einkaufswert von 500 Euro gibt es außerdem doppelte Prämienmeilen auf den jeweiligen Einkaufswert. Aber die Kategorien für die 3-fachen Prämienmeilen sind Amazon-Geräte, also Echo, Alexa. Hast du überhaupt sowas? Nee. Du bist so ein Apple. Fire TV. Ja, ich bin Apple. Ein Fire TV hatte ich mal. Das heißt, habe ich immer noch. Ist ja nicht kaputt. Aber Küchengeräte, Haushaltsgeräte, Videogames und Uhren, da bist du ja, glaube ich, der richtige Ansprechpartner. Wobei Rolex haben die ja nicht, ne? Nee, Rolex haben die nicht. Und Küchen- und Haushaltsgeräte, da kann man sich doch nur mit verletzen. Das mache ich nicht so weit. Okay, also insofern Kochen im Hofmeister wird es keine Folge geben, weil er mit Küchengeräten Angst hat. Er kriegt ja auch kein Messer in die Hand. Nein, um Gottes Willen. Ja, und jetzt kommt das, wo wir Mario schon mal für gemaßregelt haben. Wenn ihr Payback-Punkte sammelt, wartet drauf, bis die Aktion kommt und die kommt immer am Ende des Jahres, wo ihr 25% Prämienmeilen extra bei der Umwandlung von Payback-Punkten bekommt. Ganz genau. Das heißt also, wenn ihr mehr als 3.000 Punkte in einer Transaktion umwandelt, erhaltet ihr 25% mehr. Heißt also, von 3.000 Meilen sind 25% wie viel, der Hofmeister? Eine ganze Menge. Sind eine ganze Menge mehr.
Aber wir nehmen jetzt einfach eine einfache Zahl. Wenn ihr 10.000 Meilen umwandelt, kriegt ihr 25% mehr. Das sind dann 12.500. Ja, genau. Oh, wow, wow, wow. Ich glaube, da hast du dich leicht verrechnet. Aber die Richtung stimmt schon mal. Nee, 25% bei 10.000. Achso, insgesamt hast du das. Ja, 12. Ja, ja. So, ja, das ist natürlich richtig. Ich dachte, von 10.000 sind 25% 12.500. Das wäre natürlich. Nein, das ist die Gesamtsumme, natürlich. Richtig, völlig korrekt gerechnet. Absolut, super, super. Normalerweise müssen wir beim Hofmeister mit Bier rechnen. Das heißt also, ein Liter Bier, da möchte 250 ml umsonst dazu haben. Das geht dann so weiter. Ne? Ja. Also jetzt ist der Zeitpunkt, wo er Payback-Punkte umwandelt. Geht es zum 31.12. Moment, 31.12. 31.12. Ja. Ganz genau. Also ich habe auch extra alle meine aufgespart, damit ich das dann so mache. Ja, die nächste Kategorie, die solltest du auch machen. Also Hotels und Cars, das ist eindeutig eine Kostenangelegenheit. Das ist richtig. Hotels und Cars, da gibt es wie immer das Angebot, dass Teilnehmende, die im Dezember ein Hotel bei Hotels und Cars buchen, einmalig 5.000 extra Meilen erhalten können, also bis zu. Heißt also 1.000 Prämienmeilen für 200 bis 399 Euro Buchungswert. Dann von 400 bis 799 gibt es 2.000. Oder wer über 800 Euro bucht, kriegt 5.000. Buchungszeitraum ist der 1.12. bis zum 31.12. Wobei aber der Aufenthaltszeitraum flexibel ist. Das heißt also, ihr müsst nicht im Dezember übernachten. Und ganz, ganz wichtig an dieser Stelle ist, wenn ihr Hotels bucht, es gibt keine Status-Benefits. Ich sage es einfach als Status-Fetischist. Also insofern, da muss man schauen. Und was auch wichtig ist, ist Uber, Mario. Uber. Ich habe übrigens, und das muss ich den Stammzuschauern nochmal nachliefern, ich hatte ja gesagt, ich habe nie eine Meldung bekommen. Ich habe auch nie eine Meldung bekommen, aber ich habe für die Uber-Fahrten in Dubai habe ich Prämienmeilen bekommen. Das heißt also, irgendwie hat es trotz der E-Mail funktioniert. Danke dafür. Also in Dubai hat es sich gelohnt, Mario. Was gab Uber sonst noch? Ja, wenn man sich im Dezember neu bei Uber registriert, gibt es immerhin 1.000 Prämienmeilen extra. Und wenn man mit Uber zum Flughafen oder vom Flughafen fährt, gibt es 2 Meilen pro umgesetzten Euro oder pro umgesetzte Schweizer Franke und immerhin noch 1 Meile pro Euro oder Schweizer Franke bei allen weiteren Fahrten. Also wenn du jetzt täglich hin und zurück zum Flughafen fährst, kannst du da ordentlich Prämienmeilen generieren. Ja, und dann werden noch 35.000 Prämienmeilen 5-mal verlost für alle Neuregistrierungen im Zeitraum vom 1.12. bis 31.12. 35.000 Prämienmeilen zusätzlich. Das finde ich eine tolle Sache. Also registrieren, mitmachen und gewinnen. Jetzt auch das richtige Bild übrigens über Mario mit den Geschenken, ja, weil die Meilen sind Geschenke, deshalb ganz einfach drauf achten. Aber jetzt das Bild und bei dem Bild bekommt man Fernweh, das ist Amerika, so wie es man es kennt. Was ist eigentlich im Hintergrund, Mario? Kennst du da was? Ja, Rocky Mountains, aber denke ich mal. Und ein schöner See, aber wie der heißt, das weiß ich nicht. Ich würde auch eher auf Kanada als auf die USA schätzen, aber man weiß es halt nicht. Nee, man weiß es halt nicht. Aber es ist auf jeden Fall hübsch und kann beides sein. Ja, wenn ihr es wisst, ja, Kommentare schicken. Und warum? Ganz einfach. Eurowings Discover mit 75% Meilennachlass nach Kanada und in die USA. Wenn man im Dezember die Reiselust noch hat, kann man halt noch mit den Meilenschnäppchenflügen in die USA nach Kanada und weiterziehen mit 75% Nachlass sprechen. Und da sind wir auch beim Thema, ganz wichtig, ich werde es oben verlinken, wir werden heute auch noch die Meilenschnäppchen machen. Ab 15.000 statt 60.000 Meilen in der Economy Class, 20.000 ab 80.000 in der Premium Economy und 28.000 statt 112.000 in der Business Class. Buchungszeitraum ganz wichtig, vom 1.12. bis zum 31.12. Aber der Reisezeitraum ist abhängig vom Zielort. Aber ansonsten, und jetzt kommt der pornöse Teil, Leute, festhalten, Buchungszeitraum ist vom 1.12. bis zum 31.12.2022. Also, ein Jahr. Wahnsinn. Über ein Jahr sogar, ne? Über ein Jahr, ja, ja. Also da ganz knallhart buchen. Ich gebe eine Buchungsempfehlung. So wie den Abonnierbefehl, ja. Buchungsempfehlung. Also günstiger kommt man wahrscheinlich nicht mehr dran, würde ich sagen, ne? Steuern kommen natürlich hinzu, aber das kann einen schockieren. Deshalb, ja. Mario, fliegen wir nach Amerika für Punkte, Meilen, Status?
Gibt aber keinen Horn-Benefits. Nee, das stimmt. Aber immerhin 28.000 Meilen statt 112.000 in der Business Class. Alter Falter, das ist schon nicht ganz schlecht, ne? Ja, das ist richtig. Und wenn wir schon in Amerika sind, brauchen wir ja auch direkt einen Mietwagen bei Avis. Ja, und da gibt es immerhin 15% Meilennachlass auf Mietwagenbuchungen. Auch hier ist der Buchungszeitraum 1.12. bis 31.12., aber der Anmietzeitraum, der geht vom 1.12.21 bis zum 30.04.2022. Also wenn wir uns im Frühjahr noch einen günstigen Mietwagen schnappen, können wir uns auch noch einen günstigen Mietwagen dazu nehmen. Ja, wobei eine ganz wichtige Sache, ihr seht ja die Dame auf dem Kühlergrill, die ist, glaube ich, nicht dabei. Leider nein. Nein, aber immerhin, wenn sie dabei wäre, dürfte sie auch fahren, weil es nämlich einen Fahrer zusätzlich frei gibt. Finde ich eine gute Sache. Muss nicht immer ich fahren. Wunderbar. Und Mario, da du ja ein großer Tankanhänger bist, ich weiß nicht, ob du bei der Shell tankst. Nein. Ich tanke nicht bei der Shell, aber nichtsdestotrotz gibt es da auch 25% Meilennachlass auf die Shell Club Smart Punkte, die mir so weiter nicht bekannt sind, außer dass ich weiß, dass es sie gibt. Und man kann dort ebenso wie bei der Payback-Punkte Meilen einlösen und hält dort einen Rabatt von 25% und das schon ab 1.500 Meilen. Und auch hier ist der Zeitraum vom 1. bis zum 31.12. Aber damit wir es nur verstehen, ne? Also da geht es nicht darum, dass man die Punkte von ClubSmart auf Prämienmeilen umswitcht, sondern Prämienmeilen auf ClubSmart, ne? Genau, so ist es. Ja, und ja. Das ist ganz, ganz schlimm. Ja. Böse. Aber muss ich ja selber wissen. Ja, böse. Also, mir fällt da jetzt nicht viel zu ein. Ich sag einfach, Das ist das Ende. Das ist das Ende, aber ich denke, es war doch einiges dabei. Insbesondere, wer noch ein paar Dinge braucht für Weihnachten, Weihnachtsdeko, was auch immer, da ist am Workshop ganz gut aufgehoben. Und vor allen Dingen, ich werde es niemals vergessen, nicht vergessen, die Payback-Meilen in diesem Monat noch umzuwandeln. 25% mehr, das gibt es halt nicht immer im Jahr. Das ist richtig. Also an der Stelle wie immer nur der Abonnierbefehl nochmal wiederholt, die Glocke an, die Kommentarfunktion unten benutzen und den Beitrag liken. Und damit sind wir auch wieder im Schweinsgalopp durch, haben versucht die 20-Minuten-Marke nicht zu brechen, sind noch unter 20 Minuten, sind 18 Minuten und ein bisschen. Da danke ich euch, dass ihr durchgehalten habt, dass ihr hart dabei wart und wir sagen einfach Danke, ne Mario? Wir sagen Danke, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, bye. Frequent Traveler TV. Bis dann. Ciao. Hast du noch ein Tschüss, oder? Ja, tschüss. Okay.